Okay. Als einer meiner Lieblingsbodentechniken würde ich euch gerne den gerollten Jujikatame zeigen. Ist einer der beliebtesten Techniken bei den deutschen Athleten, würde ich jetzt sagen. Und man kann der sehr viel falsch machen. Das sind die kleinen Dinge, die da riesen Unterschied machen beim gerollten Jujikatame. Der fängt schon am Einstieg an. Und zwar ist es so, wir haben die Bankposition, wir haben den Partner. Ich zeige erstmal die Grundtechnik und dann gehe ich aufs Detail. Also Jujikatame geht so. Okay, so sieht die Grundtechnik aus. Ich fange erstmal bei der Eröffnung an. Wie geht man rein in die Technik? Das Wichtigste ist erstmal, dass ich versuche, das Bein hier reinzukriegen. Dabei ist es wichtig, dass das Bein bis hier durchgeht. Manchmal ist es so, dass der Partner sich ziemlich klein macht und ich komme hier nicht rein. Da ist das Wichtigste, dass man versucht, hier mit der Hand am Kragen und hier versucht, am Ärmel zu greifen, dass man öffnet. Dass man erstmal hier zieht und dann hier reingeht. Jetzt haben wir schon mal unter Kontrolle, jetzt ist das Bein hier durch. Jetzt haben wir schon mal die Kontrolle. Und der nächste Schritt wäre, dass man versucht, mit der Hand hier durchzugehen. Das Problem öfters ist, dass der Partner sich hier eng macht. Genau. Geht hier nicht durch, was mache ich? Weil mein Bein, weil ich die Arbeit vorhin hier schon gut gemacht habe, bis hier drin ist, kann ich versuchen, hier den Arm hier locker zu kriegen. Ich muss halt versuchen, hier bis zu schieben und hier die Lücke zu kriegen. Und dann gibt es hier wieder mehrere Varianten. Versuche ich entweder so oder ich gehe komplett hier durch. So. Man kann entweder die Variante machen, die mache ich, oder man geht den ganzen Bein. Hier hat man mehr Kraft, das ist quasi wie eine Schere. Hier so drückt. Und mach. Hat das eng? Ich krieg hier nichts rein, das ist sehr schwierig. Herr 4, ziehen auf, machen mein Mann, schütze mich hier ab. Hab hier alles weg. Hier komme ich nicht durch. Mach hier jetzt Platz mit dem Bein, komme ich hier durch. Das Wichtigste ist jetzt, dass der Arm hier durchgeht. Nicht hier lassen, sondern bis hier hindurchgehen. Ich muss versuchen, den Gürtel hier zu greifen. Weil wenn ich so mache, dann rutscht irgendwann der Arm durch. Deswegen muss ich versuchen, hier durchzukommen. Habe ich Kontrolle. Genau. Jetzt einfach hier. Versuchen, Bein zu stecken und quasi wie eine Schere hier zu drücken. Hier mit der Hand. Da versuche ich beide Beine. Hier. Und jetzt habe ich die Kontrolle. Ich kann machen, was ich will. Ich kann hier gehen. Ich kann da gehen. Ich bin voll unter Kontrolle. Und jetzt, wo ich ihn oben habe, dann gehe ich rüber. Nicht erst hier rüber gehen, sondern wenn ich ihn habe, hier hoch, zu eng und dann runter. Entscheidender Unterschied, weil viele verlieren die Kontrolle beim Jujikatame, wenn sie es nicht machen. Genau, machen wir.